Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Erstmal ein dickes Sorry, dass so wenige Videos kamen in letzter Zeit. Wie ihr wisst, waren wir ja 3 Tage auf Korong, beziehungsweise 2 Nächte. Und das habe ich als ein Video gemacht, weil wir auf Korong kein Internet hatten. Da wir die Abreise noch hatten am 3. Tag, wollte ich halt noch hinten dran schneiden und das abends hochladen. Das hätte auch geklappt, wenn ich mich nicht auf übelste Art und Weise übergeben hätte und danach mir alles wehtat, sodass ich nur noch im Bett liegen konnte und jede Bewegung Schmerzen verursacht hat. Ich weiß nicht, ob es irgendwas im Wasser war, irgendwelche Bakterien, oder ob wir einfach nur totale Dehydrierung hatten, weil wir mittags noch so lange durch die Sonne gelaufen sind. Auf jeden Fall war ich war tot, ich konnte nichts mehr, ich habe mich dann hingelegt. Am nächsten Tag hatte Annika dann das Kotzen und ihr war schlecht und sie konnte gar nichts mehr. Mir ging es wieder ein bisschen besser. Da haben wir auch das Hotel gewechselt. Wir waren nämlich die ganze Zeit in dem Hotel jetzt, weil das ein bisschen billiger war, zumindest die eine Nacht, haben wir 10er gezahlt. Und dann mussten wir leider aus dem Zimmer raus, weil das vergeben war. Und dann sind wir in einem Zimmer mit Aircondition, da waren wir gestern auf heute. Das tat aber auch richtig gut, einfach mal sich auszukurieren, nichts zu tun. Und heute geht es wieder ein bisschen besser, aber wir haben keine Lust mehr hier auf die Stadt, weil so toll ist die hier nicht. Wir fahren jetzt weiter nach Siem Reap. Auf jeden Fall sorry, dass keine Videos kamen. Ich hoffe, das Internet ist jetzt wieder besser, weil wir ja nicht auf einer Insel sind, wo es eigentlich kein wirkliches Internet gibt. Und wir fahren in eine neue Stadt, das heißt, es gibt wieder neue tolle Sachen zu sehen. Das ist das erste Mal, dass wir in Asien eine Müllabfuhr sehen. Ich hoffe, es funktioniert. Mit dem Minibus zum Bus, ihr kennt das Spiel. Der Minibus hat uns rausgeschmissen, der richtige Bus ist gerade angekommen, jetzt geht's die nächsten 12 Stunden ungefähr nach Siem Reap. Geil. Oh, die ersten 2,5 Stunden sind geschafft. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr zu sitzen. Alter. Habe ich euch erzählt, dass ich auf Korong ein neues Buch mir geholt habe? Ich habe ja das Reise-ABC gehabt und habe das jetzt getauscht gegen so ein Buch. Da geht es um einen Typen, dem eine Katze zugelaufen ist. Der war irgendwie Drogenjunkie, lebt jetzt auf der Straße. Das ist ganz interessant. Ich zeige euch das gleich mal. Bob der Streuner heißt das Buch. Und wir haben uns gerade was zu frühstücken besorgt. Denn die Oreos, die wir eben zum Frühstück hatten, waren nicht so wirklich nahrhaft. Okay, ich glaube, der Kuchen ist auch nicht so wirklich nahrhaft. Aber es ist das günstigste, was wir jetzt da gefunden haben auf diesem Markt. Der Bus hält immer an so kleinen... Ja... Das ist ein Parkplatz und dann steht da ein so eine Bude rum, da ist dann ein Restaurant, was halt völlig überteuert Zeug anbietet und Handdesinfektion. Das ist das Wichtigste. Weil Seife wirst du hier nirgendwo finden auf Toiletten. Und damit wir nicht noch kranker werden, als wir sowieso schon sind, uns geht es nämlich beiden immer noch nicht so hundertprozentig gut, legen wir mal ein bisschen Wert auf Gesundheit. Jetzt wird es richtig spannend, denn wir sind in Phnom Penh angekommen, müssen jetzt noch nach Siem Reap weiter, aber wir müssen wohl scheinbar den Bus wechseln, das heißt jetzt erstmal den ganzen Scheiß ausladen, da hinten zum Ticketschalter laufen, neue Tickets holen und dann ab in den nächsten Bus. Wir haben gerade unser Ticket getauscht und jetzt hängen wir hier in so einem Tuk-Tuk und heizen hier durch den Verkehr, keine Ahnung, wo wir uns hinfahren. Wir dachten eigentlich, wir hätten da warten müssen, dann kam auch immer noch eine an und meinte, ja, hier und dann und da rein. Und er fährt schon wie die gesenkte Sau. Unser Tuk-Tuk-Fahrer hört nicht auf zu labern. Ich will doch einfach nur erzählen, dass wir jetzt endlich aus dem Bus raus sind und jetzt diese Höllenfahrt hinter uns haben, bequem im Tuk-Tuk sitzen und auf dem Weg zum Hotel sind. Dankeschön. Okay Leute, wir sind im Hotel angekommen, aber ich bin fix und fertig. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Wir haben nämlich wieder den ganzen Tag gehungert und gedurstet im Bus, weil du weißt ja nie, wann eine Toilette kommt oder wie dir das Essen auf den Magen schlägt. Also gab es für uns heute essenstechnisch 2 Rollen Oreo-Kekse und ein Stückchen Kuchen. Heute Abend haben wir dann aber, wir waren eben noch mal raus, haben uns noch was Richtiges zu essen geholt, aber trotzdem, ich bin fix und fertig, ich habe Kopfschmerzen und ich will jetzt nur noch mal ein Video schneiden und dann ins Bett gehen. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Lasst mal ein Däumchen da und schaltet morgen ein, wenn wir ein bisschen Siem Reap erkunden.